In Sachsen hat sich die CDU nach dem Stand der Hochrechnungen als stärkste Kraft behauptet, dicht gefolgt von der AfD. Ob Ministerpräsident Kretschmer seine Koalition mit den Grünen und der SPD rechnerisch fortsetzen kann, ist aber noch nicht sicher. Möglich wäre auch eine Koalition aus CDU, SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und damit noch einmal zu Jörg Schönenborn in Dresden mit den neuesten Zahlen aus Sachsen. In Sachsen wie in Thüringen hat der erhitzte, polarisierte Wahlkampf zu einer Rekordwahlbeteiligung von wohl über 73% geführt. Auch das hat durchaus politische Kräfte verschoben. Und das sächsische Wahlrecht wird wohl eine Rolle spielen. Danach kommen Parteien unter 5%, auch dann mit all ihren Stimmen ins Parlament, wenn sie in zwei Wahlkreisen direkt Mandate holen. Dazu gleich mehr. Die aktuelle Hochrechnung sieht die CDU knapp vor der AfD, 31,8, AfD 30,7. Die Linke 4,1%, aber mit sehr guten Chancen auf zwei Direktmandate in Leipzig. Die Grünen 5,2%, knapp über der Hürde. Auch sie werden wohl zwei Direktmandate holen, auch wenn das hier nicht relevant wird. Die SPD mit 7,6 beim alten Ergebnis und BSW zieht auch hier mit 12% zweistellig in den Landtag ein. Andere Parteien 8,6, darunter die FDP zwischen 1 und 2%. Im Landtag in Sachsen bleibt die CDU-stärkste Fraktion 42, AfD 40, Grüne 7, SPD 10, BSW 16 und unter der Voraussetzung, dass unsere Einschätzung für die Leipziger Wahlkreise stimmt, Linke 5 Mandate. Damit kann die bisherige Kenia-Koalition zum jetzigen Zeitpunkt mit zusammen 59 Mandaten nicht weiter regieren. Wohlgemerkt, das ist ein Zwischenstand einer Hochrechnung, das kann sich durchaus noch ändern. Dann könnte sich aber, wie auch in Thüringen, die Frage nach einem Bündnis mit dem BSW stellen. Zusammen mit der SPD hätte die CDU hier eine Mehrheit. Das BSW hat auch durch sein Antreten zur erhöhten Wahlbeteiligung beigetragen. Die Wählerwanderung zeigt deutlich, dass sie sich vor allem als eine Art Nachfolge der Linken etabliert. Daher kommt der größte Wählerstrom, fast 80.000 Stimmen, von der CDU gut 40.000 Stimmen, ebenso aus dem Nichtwählerlager mobilisiert, aber auch von AfD und SPD. Die Unterschiede für die Wahl, die Motive für die Wahl des BSW sind vielfältig. Aber zunächst ist es eben auch ein zweistelliges Ergebnis in Sachsen. Hier im Wahlstudio bei Julia Kritian jetzt die Runde der Spitzenkandidaten. Und ich begrüße den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, und die beiden Spitzenkandidaten von AfD und BSW, Jörg Urban und Sabine Zimmermann. Herr Kretschmer, das war in Sachsen heute eine Abrechnung mit der Ampel und eine Personenwahl für Sie persönlich als MP. Hat Platz 1 derzeit einen bitteren Beigeschmack für Sie, wenn Sie auf das Erstarken der politischen Ränder schauen? Ja, es ist die Einschätzung, die wir jetzt aber auch seit mindestens anderthalb Jahren in Deutschland haben. Die Menschen sind unzufrieden mit dieser Regierung in Berlin. Und dass es in Sachsen aber anders ist, dass die Sachsen gesagt haben, das ist unser eigenes Ding und das lassen wir uns nicht aus der Hand nehmen. Wir sind ein stolzes Land, wir wollen unseren sächsischen Weg gehen und dass die Sächsische Union so viel Vertrauen genießt, das macht mich sehr dankbar, auch demütig, weil ich weiß, sehr, sehr viele Menschen haben mitgeholfen aus allen gesellschaftlichen Schichten, denen wir jetzt auch verantwortungsvoll zusagen werden, mit dem Wahlergebnis umzugehen. Sie haben immer gesagt, mit den Grünen in Sachsen wollen Sie nicht mehr. Nach der derzeitigen Hochrechnung können Sie mit ihnen auch gar nicht mehr, sondern müssten mit SPD und BSW koalieren. Was hielte BSW und CDU denn überhaupt inhaltlich zusammen? Das werden wir im Zweifel sehen. Aber jetzt würde ich sagen, atmen wir erstmal alle miteinander durch. Es ist der Wahlabend, der ist auch noch jung. Es wird sich alles zeigen. Am Ende ist es doch so, wenn erwachsene Menschen mit einem guten Willen und vor allen Dingen mit einem gehörigen Portion Demut an die Arbeit gehen und sagen, das Wichtigste ist das Land und die Leute, die hier leben. Dann kann man viel gemeinsam erreichen. Das wird bestimmt nicht einfach, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber meine Hand ist ausgestreckt, ich möchte das gern. Ich muss es vorerst einmal mit meiner Partei besprechen. Noch einmal, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Und wir werden sehen, wer das alles auch noch ist.
Frau Zimmermann, das BSW hat ja im Wahlkampf schon Koalitionsforderungen auf den Tisch gelegt. Die betrafen vor allem die Außenpolitik. Jetzt haben Sie mit Michael Kretschmer die Stimme eigentlich aus der Union dann potenziell an Ihrer Seite, die eh am kritischsten war, was Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beispiel betrifft. Können Sie da sagen, Haken hinter? Was werden die schwierigsten, die kniffligsten Themen bei Sondierungen und möglichen Koalitionen? Einmal muss man ja sagen, dass wir da schon ganz eng beieinander sind, Herr Kretschmer und ich. Aber wir werden natürlich dann in den Verhandlungen schauen müssen, ob dann wirklich auch die Bundes-CDU dahinter steht. Und das werden wir dann auch in den Verhandlungen sehen. Für uns ist es wichtig, dass die Themen eben illegale Migration, dass das Thema Bildung auf den Tisch kommt, dass wir in der Gesundheitsversorgung eben endlich mal die Probleme anpacken. Das werden natürlich alles kritische Punkte sein, wo wir verhandeln müssen. Also auch die Bundes-CDU, die wird da genau zugehört haben, Herr Urban. Die Wähler sprechen Ihnen mehr Kompetenzen zu als bei der letzten Wahl. Die wollen aber gleichzeitig Michael Kretschmer als Ministerpräsident behalten und mit Ihnen will keine der anderen Parteien koalieren. Wie lösen Sie dieses Dilemma auf? Also wir werden das machen, was wir die ganzen Jahre hier im Sächsischen Landtag gemacht haben. Wir werden diese Regierung vor uns hertreiben. Es ist jetzt abzusehen, dass es wahrscheinlich weitergeht wie bisher. Das heißt, die desaströse Schulpolitik, die Wirtschaftspolitik in Sachsen ist desaströs und auch die innere Sicherheit. Ich bin gespannt, ob es gelingt, die Trendwende zu machen. Wir werden diesen Druck aufrechterhalten. Wir haben jetzt schon im Wahlkampf erlebt, wie das Thema Migration, was wir seit Jahren, wo wir seit Jahren eine strengere Politik einfordern, Bewegung bekommen hat durch diesen Druck. Und wir sind jetzt noch stärker und wir werden natürlich auch im Sächsischen Landtag diesen Druck aufrechterhalten. Unser Land braucht die Veränderung. Mit der Konstellation, wie sie jetzt ist, sehe ich nicht die große Veränderung. Es braucht auch die starke Opposition in Zukunft. Ja, weiter so geht es sicher nicht, denn diese Koalition, die gab es in der Form noch nicht. Das wird ein neues Experiment, wenn es stattfindet. Vielen Dank und soweit für den Moment aus Dresden.